Warum soll ich, immer wenn mich jemand herausfordert, und in diesem Fall fordert Allah Ta'ala im Koran ja die Menschheit heraus, warum soll die Menschheit auch diese Herausforderung dann annehmen? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wir machen heute inshallah ta'ala mit dem Thema des Wunders weiter und setzen hier auch zum ersten Mal beim Koran an. Weil das Thema heißt ja die islamische Aqida, die islamische Grundüberzeugung. Und zur islamischen Grundüberzeugung gehört, dass wir daran glauben, dass wir davon überzeugt sind, dass der Koran von Allah ta'ala offenbart wurde an Muhammad a.s. und vor allem, dass der Koran das hauptsächliche Wunder des Islams und des Propheten Muhammad a.s. darstellt. Und deswegen läuft es darauf hinaus, dass wir darstellen möchten und beweisen möchten, dass der Koran das Wunder des Propheten Muhammad a.s. ist, womit er belegt, dass er Kontakt zu Allah ta'ala hat. Ja, der Koran ist also der Beweis dafür, dass Muhammad tatsächlich auch ein Prophet ist. Das bedeutet also, der Koran muss hier zwei wichtige Merkmale aufweisen. Er muss einmal die Regel dessen brechen, womit er zu tun hat. Und hier möchte ich an den letzten Vortrag erinnern. Da haben wir festgehalten, um das Wundersame einer Sache zu begreifen, muss man begreifen, wie der Regelfall, wie der Normalfall ist. Das heißt, der Koran ist ein Buch, ist ein sprachliches Werk. Und deswegen muss man die Regel, den Normalfall von sprachlichen Werken begreifen, um dann begreifen zu können und auch bemessen zu können, ob der Koran tatsächlich hier die Regeln bricht oder nicht. Und zum anderen fordert der Koran die Menschheit heraus, etwas Gleiches hervorzubringen. Das ist in der islamischen Wissenschaft auch sehr wichtig, dass wir sagen, ein Wunder ist daran geknüpft, dass dieses oder dass derjenige, der mit dem Wunder kommt, die Menschen herausfordert, es ihm gleich zu tun. Und darauf werden wir heute inshallah etwas fokussieren. Allah Ta'ala sagt im Koran: قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Sprich, also Allah Ta'ala sagt hier zu Muhammad a.s., sprich zu den Menschen, wenn ihr im Zweifel darüber seid, dass das, also der Koran, von Allah Ta'ala kommt, dann bringt eine gleiche Sura, ja ein gleiches Kapitel, wie den Koran hervor. Wenn ihr das tut, habt ihr belegt, dass dieser Koran nicht von Allah Ta'ala kommt. Das ist hier die Herausforderung. Das heißt, der Koran sagt, ich bin ein Wunder, ich komme von Allah Ta'ala. Und wenn ihr das Gegenteil beweisen möchtet, nämlich dass der Koran nicht von Allah Ta'ala ist, dann bringt eine gleiche Sura hervor. Okay? Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Herausforderung nehme ich nicht an. Warum soll ich, immer wenn mich jemand herausfordert, und in diesem Fall fordert Allah Ta'ala im Koran ja die Menschheit heraus, warum soll die Menschheit auch diese Herausforderung dann annehmen? Das ist eine interessante Frage. Also welchen Grund gibt es dafür, die Herausforderung im Koran anzunehmen? Es könnte ja auch irgendjemand anderes ein Buch schreiben und die Menschheit herausfordern, ja, etwas Gleiches hervorzubringen. Aber diese Herausforderung wird keiner ernst nehmen. Warum wird der Koran ernst genommen? Ja, das kann man vergleichen mit anderen Beispielen. Wenn ich jetzt beispielsweise als Ahmad Tamim den Boxweltmeister herausfordern würde im Boxen, ja, ja, oder nehmen wir es mal zur Zeit von Mike Tyson, ja, wo es auch diesen Hype gab und der Boxsport noch mehr im Zentrum so war. Wenn ich dann gekommen wäre und sage, ich fordere Mike Tyson heraus zum Kampf, wie viele Leute hätte das interessiert? Ja, wahrscheinlich hätte das niemanden interessiert. Ja, es hätte wahrscheinlich niemanden interessiert, weil ich niemand bin im Boxen. Ja, also ich habe keine Ahnung vom Boxen, nie bin ich auch berühmt geworden fürs Boxen, habe vielleicht ab und zu bin ich zum Training gegangen, aber man kennt mich nicht im Boxen und ich bin auch überhaupt gar keine Gefahr. Ja, für Mike Tyson, für seinen Titel damals. Aber wenn ich beispielsweise, ja, trainiert hätte und dann angefangen hätte, Profikämpfe zu machen und mich langsam gesteigert hätte und irgendwann auch eine Gefahr geworden wäre für Mike Tyson und die Leute dann tatsächlich vielleicht auch die Frage gestellt hätten, vielleicht besiegt er Mike Tyson tatsächlich. Ja, und dann habe ich den Vize-Weltmeister und so weiter. Jetzt habe ich sie alle geschlagen und jetzt bleibt nur noch Mike Tyson. Ja, im Boxen beispielsweise. Dann muss Mike Tyson oder der Boxweltmeister im Allgemeinen
muss die Herausforderung dann auch ernst nehmen und er muss sie dann auch annehmen, wenn er beweisen möchte, dass er der Beste ist. Okay? Das heißt also, eine Herausforderung muss angenommen werden, wenn jemand beweisen möchte, dass er in dieser Disziplin immer noch der Beste ist. Wenn das dann jemand tut, der sich auch hochgearbeitet hat, also dessen Herausforderung auch ernst genommen werden muss, dann macht die Herausforderung einen Sinn und dann muss der Herausgeforderte die Herausforderung auch annehmen. Okay, jetzt könnte man sagen, okay, das ist plausibel, klingt gut. Aber was hat das mit dem Koran zu tun? Warum muss die Herausforderung des Koran angenommen werden? Okay, und hier muss man auch festhalten. Der Koran hat die Menschheit herausgefordert, etwas Gleiches hervorzubringen. Und in erster Linie fordert der Koran natürlich jene heraus, die der arabischen Sprache mächtig sind. Denn der Koran ist ein arabisches Buch. Und auch hier könnte man natürlich sagen, die Araber hätte es nicht interessieren müssen, was Mohammed dort sagt. Das kann man auch erst einmal so stehen lassen. Ja? Es hätte sie nicht interessieren müssen. Aber Mohammed a.s. ist mit dem Koran gekommen. Ja, das ist ja auch geschichtlich belegt und das kann jeder einsehen. Und hat behauptet, er sei der Gesandte Allah Ta'alas und das hier, der Koran, ist sein Wunder. Ist der Beweis dafür, dass er der Prophet Allah Ta'alas ist, dass er der Gesandte ist. Die Araber, und das war auch eine Taktik von den Arabern, haben es am Anfang ja, ignoriert. Sie haben gesagt, wir nehmen das nicht ernst. Mussten die Herausforderung aber irgendwann annehmen, denn Muhammad a.s. hat angefangen, Leute für den Islam zu gewinnen. Das heißt, Leute haben diese Religion angenommen. Ja, also Leute, die der arabischen Sprache mächtig waren, die Teile oder die ein Teil der Gesellschaft damals waren in Mekka, der Quraysh, sind auch zum Islam konvertiert. Jetzt könnte man sagen, okay, das war kein Problem, einige Leute sind zum Islam überkommen. Dort mussten die Leute die Herausforderung noch nicht annehmen, denn Muhammad a.s. war keine Gefahr. Dann hat Muhammad a.s. aber immer mehr Leute gewonnen. Und hat auch den Anspruch gestellt, die Macht zu übernehmen in Mekka. Okay? Also auch hier könnte man vielleicht noch sagen, das musste man auch nicht ernst nehmen. Irgendeiner aus der Gesellschaft namens Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt hier mit einem sprachlichen Werk und beansprucht für sich die Herrschaft in Mekka zu übernehmen. Wenn das einfach nur ein Anspruch ist, den er stellt, dann hätte man die Herausforderung immer noch nicht ernst nehmen müssen und auch annehmen müssen. Aber dann geschieht etwas sehr Interessantes. Muhammad a.s. gelingt es in Medina, in Yathrib damals, hieß die Stadt Yathrib, Leute zu gewinnen, die ihm die Macht geben. Ja, die ihm dann die Macht gegeben haben. Das heißt, Muhammad a.s. wandert aus von Mekka nach Medina mit dem Argument, dass er der Prophet ist und mit dem Argument, dass er als Prophet Anrecht hat, die Menschen zu führen. Ja, und das ist ja auch nachvollziehbar. Wenn er der Prophet ist, wenn er Muhammad a.s. Kontakt zu Allah hat, wenn er der Unfehlbare ist, erübrigt sich erst darüber zu diskutieren, ob Muhammad die Macht hat oder nicht. Das heißt, die Machthaber jetzt in Mekka haben wahrgenommen, Muhammad, der jetzt hier angefangen hat in Medina, in Mekka, den Islam zu predigen und vom Koran zu sprechen, wandert aus nach Medina und kann dort Anhänger gewinnen, die ihm die Macht geben. Er gründet einen Staat. Und auch jetzt könnte man noch sagen, es ist zwar brisant geworden, aber nicht zwingend notwendig gewesen, ja, die Herausforderung anzunehmen. Also wenn man das jetzt nur aus dieser Perspektive betrachtet, es gibt natürlich viele andere Ereignisse, die wir nicht jetzt schildern werden, die auch aufzeigen, dass sie die Herausforderung schon angenommen hatten und auch annehmen mussten. Aber rein aus der Perspektive, die jeder nachvollziehen kann, ohne ein Experte zu sein, ohne auf die Details einzugehen. Dass Muhammad a.s. in Mekka gelebt hat, danach ausgewandert ist, nach Medina, das sind Sachen, die jeder Laie auch nachvollziehen kann. Er muss einfach nur ein Geschichtsbuch aufschlagen und das ist eindeutig belegt, dass das so geschehen ist. Muhammad a.s. gründet also einen Staat in Medina und das ist auch wichtig zu begreifen, dass das Wunder des Koran und der Kontext des Islams immer nur so begriffen werden muss. Das heißt, auch für die Laien ist das Wunder des Koran und der Ansporn, über den Islam nachzudenken und den Islam anzunehmen, immer in diesem Kontext zu erfolgen. Die Laien haben in der Regel keine andere Perspektive, außer das so zu betrachten. Okay? Und deswegen sagen wir, man muss das so betrachten, nämlich dass Muhammad a.s. nach Medina ausgewandert ist und jetzt die Quraysh herausgefordert hat. Jetzt auch militärisch die Quraysh herausgefordert hat, den Islam anzunehmen oder ihm die Macht zu geben. Ja, er hat sie nicht herausgefordert im Sinne dessen, dass er sie gezwungen hat, den Islam anzunehmen, aber er hat gesagt, ich bin Muhammad a.s. und ich bin der Gesandte Allah Ta'alas. Das sind meine Anhänger,
Und wir glauben an den Islam. Und ihr sollt den Islam annehmen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann nehmt den Islam nicht an. Aber der Koran, der muss verbreitet werden. Und das hat natürlich eine Gefahr dargestellt für die Machthaber der Quraysh, der Machthaber in Mekka. Und alles das mit dem Argument, der Koran, ein sprachliches Werk, ist mein Wunder, ist der Beweis dafür, dass ich von Allah Ta'ala gesandt bin. Und dazu muss man auch wissen, dass die Sprache das Handwerk der Araber war. Das ist das, was die Araber beherrschten, war die Sprache. Das ist genauso wie mit dem Vergleich des Boxers. Hätte ich Mike Tyson beispielsweise in irgendeiner anderen Disziplin herausgefordert, im Schwimmen beispielsweise, dann würde das nicht passen. Dann das ist nicht seine Disziplin. Ja, das Schwimmen beispielsweise. Seine Disziplin ist das Boxen. Also wenn ihn jemand herausfordert, fordert er ihn in dieser Disziplin heraus. Und Muhammad a.s. hat die Araber ja nicht in einer Sache herausgefordert, die sie nicht kannten. Wir müssen verstehen, die arabische Sprache war das einzige Handwerk der Araber. Also andere Kulturen oder andere Stämme, ja, andere Völker, hatten unterschiedliche auch Stärken. Die Araber hatten nichts anderes außer die Sprache. Und das haben die anderen Völker sie auch beschrieben. Also wenn wir beispielsweise die geschichtlichen Überlieferungen betrachten, waren die Araber auf der Welt nur dafür bekannt, dass sie sprechen konnten. Ja, und darauf werden wir inshallah ta'ala auch noch eingehen, auf die Feinheiten der arabischen Sprache. Aber erst einmal nur, um das sozusagen im Kontext zu betrachten. Das heißt, es war genau ihr Handwerk, er hat sie herausgefordert und jetzt stand auch noch ihre Macht auf dem Spiel. Okay? Und tatsächlich hat Muhammad a.s. dann auch die arabische Halbinsel komplett eingenommen. Das heißt, jene, die die Herausforderung annehmen konnten, haben sie auch angenommen und konnten dem Koran nichts Gleiches bringen. Ja, und hier geht es mir jetzt noch nicht darum zu beweisen, dass der Koran das Wort Allah Ta'ala ist. Es geht mir hier lediglich darum zu begreifen, dass die Menschheit die Herausforderung des Koran annehmen musste. Erst einmal natürlich die Araber, sie mussten sie annehmen, denn ihre Macht war bedroht. Und wenn wir das dann auch weiterdenken, sehen wir, dass die Sahaba nach dem Propheten Muhammad und seine Gefährten diese Botschaft weitergetragen haben. Das heißt, sie sind mit dem gleichen Argument, nämlich dass der Koran das Wunder ist, was Allah Ta'ala Muhammad gegeben hat, in die Welt gegangen und haben dann auch die größten Reiche der damaligen Welt, nämlich das Römische Reich und das Persische Reich, herausgefordert mit dem Argument, der Koran ist das Wunder Allah Ta'alas. Wenn ihr beweisen wollt, dass das nicht der Fall ist und wir somit auch kein Argument mehr haben und wir auch keinen Grund haben, sozusagen euch herauszufordern, dann tut das, dann bringt etwas Gleiches hervor. Aus dem geht also hervor, dass der Koran die Menschheit herausgefordert hat. Und die Menschheit musste diese Herausforderung auch annehmen. Das war das Thema der Sitzung. Damit ist noch nicht bewiesen, dass der Koran tatsächlich das Wort Allah Ta'ala ist. Aber damit ist bewiesen, dass die Herausforderung des Koran für die Menschheit ernst zu nehmen ist. Und das gilt bis in unsere heutige Zeit. Denn auch heute muss man das Ganze im politischen Rahmen verstehen. Denn die einzige Gemeinschaft, die eine Alternative darstellt oder eine Alternative bietet zum kapitalistischen System, sind die Muslime heute. Und die einzigen, die sich dem auch widersetzen, auch wenn sie es noch nicht sozusagen vollendet haben, im Sinne, dass die Muslime einen Staat haben, der den Islam auch tatsächlich implementiert. Aber die einzigen, die sozusagen die Gefahr auch darstellen, für den Kapitalismus eine Alternative darzustellen und dann, dass das auch tatsächlich irgendwann verwirklicht wird, sind die Muslime und immer noch mit dem gleichen Argument, das ist der Koran, er ist das Wort Allah Ta'ala und er stellt die Alternative zum Kapitalismus heute dar. Das heißt, auch heute muss diese Herausforderung angenommen werden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.